Heute bin ich mit der Kamera am Rhein unterwegs. Viel erwarte ich nicht, denn die meisten Wasservögel ziehen sich bei diesem Schmuddelwetter in die geschützten Altarme oder auf kleinere Seen zurück. Und so werde ich, wie vermutet, erst einmal im Flachwasser des Auwalds fündig. Die Reiher sind noch auf Nahrungssuche, verständlich, denn die Nacht ist lang. Mit seinen Schulterfedern, die dem Silberreihennutzer Brutzeit wachsen, bietet er ein tolles Bild. Er hat wohl gerade etwas bemerkt und pirscht sich an. Langsam und vorsichtig schleicht er sich an das heran, was wir nicht sehen. Eine winzige Zwischenmahlzeit für den Silberreiher, aber ein schreckliches Ende für den Fisch. Der graue Reiher hingegen scheint satt und wird wohl bald seinen Schlafbaum ansteuern. Ihn beim Nichtstun zu beobachten, ist Balsam für die Seele. Zurück am Rheinufer treffe ich zuerst einmal nur zwei Schwäne an. Majestätisch, aber zügig nehmen sie vor mir Reis aus. Hier sind sie einfach sehr vorsichtige Wildtiere, ganz anders als an einem Stadtteich. Eine Zeit lang wandere ich am Ufer entlang, bis mir ein ungewöhnliches Huschen im Gestein auffällt. Dieser schnepfenartige Vogel besucht uns hier nur gelegentlich als Durchzügler. Umso mehr freue ich mich, ihn mit der Kamera festhalten zu können. Er ist recht scheu, aber irgendwann kann ich mich ihm vorsichtig annähern. Einige spannende Minuten beobachte ich den Flussuferläufer, wie er den Spülsaum nach kleinem Getier absucht. Absolut beeindruckend, wie sich das kleine Federknäuel trittsicher über die glitschigen Felsen und durch die Wellen bewegt. Immer wieder scheint er erfolgreich zu sein, bis er mich beim Umsetzen des Stativs eiskalt erwischt und im Tiefflug über die Wasseroberfläche das andere Rheinufer ansteuert. Der Katastrophenschutz hat ihn aufgeschreckt. Naja, er wird's verkraften und wohl auch kennen, denn der Fluss ist eine stark befahrene Wasserstraße. Immerhin wieder ein kleines, aber tolles Erlebnis. Trotz des kurzen zur Verfügung stehenden Zeitfensters. Für heute war's das. Bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.